Weiter geht es mit die Knickpyramide von Dashur. Schnellreise machen. Wusstest du schon, zur Zeit der Nein, wusste ich noch nicht. Wäre aber schön, wenn ich das gewusst hätte. Oh, das ist also eine Knickpyramide. Okay. Die Knickpyramide von Dashur. Anzahl der Stationen. 4 Regionen Nomos Sakara. Erfahre mehr über die Knickpyramide von Dashur. Geschätzte Dauer 3 Minuten. Willkommen bei die Knickpyramide von Dashur. Nachdem der Bau der Medum-Pyramide fehlgeschlagen war, verlegte Snofru seine Residenz und die offizielle Nekropole nach Dashur. Dort wagte er einen zweiten Versuch, sich eine angemessene Grabstätte zu errichten. Ergebnis war ein Bau, den man die Knickpyramide nennt, das einzige Monument dieser Art in Ägypten. Hier hat man ja wirklich Pyramide an Pyramide. Pyramiden von Saqqara von Edme François Jomard, 1809 bis 1822, New York Public Library Digital Collections. Also hier hat man ja wirklich lauter Pyramiden nebeneinander. Das da ist die Pyramide, wo wir als letztes waren, oder? Ich weiß es nicht. Dadurch, dass hier so viele Pyramiden sind. Aber auch bei dieser Pyramide traten statische Probleme auf und sie wurde aufgegeben. Nichtsdestotrotz markiert sie einen architektonischen und stilistischen Wendepunkt und gilt als Symbol des Übergangs von der Stufenpyramide hin zur glattwandigen Pyramide. Ah ja. Und das ist dann wahrscheinlich die erfolgreiche nächste. Die Stufenpyramide des Djoser, 2012 Ubisoft. Das Bild kennen wir schon. Die Knickpyramide verfügte zudem als erste Pyramide über zwei getrennte Zugänge, einen im Norden und einen im Westen. Die Grabkammer dieser Pyramide war zu klein für einen Menschen. Wahrscheinlich sollte dort eine Statue aufgestellt werden, die das Ka, den Geist des verstorbenen Königs, aufnehmen würde. Südliche und kleine Steinpyramiden von Dashur. Ansicht, Grundrisse, Querschnitte und Hieroglyphen von Paring, Day und Heck. 1839 bis 1842, New York Public Library Digital Collections. Ah ja. Also das ist die... Ist das jetzt eine Pyramide? Oder ist das nebendran die auch mit dabei? Ja, man kann leider nicht so viel erkennen. Da müsste man wirklich mal gucken, ob man im Internet diese Sachen auch anschauen kann. Beim Bau der Knickpyramide experimentierten die Architekten mit einer neuen Idee. Die Pyramide besaß einen Kern aus großen Steinblöcken, die man in horizontalen Schichten verlegte. So konnte jede Bauphase in einem Arbeitsschritt abgeschlossen werden und der Architekt hatte mehr Kontrolle über jedes Gestaltungselement. Leider kam es trotz all dieser Vorkehrungen immer wieder zu Rissen und Einbrüchen in den Innenräumen der Pyramide. Snofru gab die Baustelle auf und begann mit dem Bau einer weiteren Pyramide. Dashur 2016 von Jean-Claude Golver. Also da hat man die Knickpyramide und die kleine normale Pyramide nebendran, was wahrscheinlich dann die da drüben sein wird. Gut, dann wird es wahrscheinlich morgen mit der da drüben weitergehen. Schauen wir einfach mal.